Hallo liebe Campingfreunde, ich bin Oliver Quarkanack von Forst zur Hagemeyer und heute geht es um das Thema Big Nugget. Westfalia war fleißig und hat uns über Nacht zwei neue Lagerfahrzeuge gebracht. Einen in Chroma Blau, das wird im Übrigen unser neuer Mietwagen, also den könnt ihr ab sofort bei uns mieten. Dann noch einen in Magnetic Grau, das Auto ist frei verfügbar zum Verkauf. Und dann habe ich noch zwei in Weiß zum Verkaufen. Ich habe Weiß bestellt, denn Weiß ist bekanntlich in der Sonne am besten, auch wenn die großen Fahrzeuge schön aussehen. Normale Nuggets, die kleinen, werden ja sehr viel in bunten Farben, auch in dunklen Farben gekauft, denn die nimmt man im Alltag und da sollten sie schon schick aussehen. Das ist wichtig. Diese Autos werden mehr im Urlaub genommen und deshalb habe ich mir gedacht, Weiß wäre gut, denn wenn ich damit in Italien oder Griechenland unterwegs bin, macht das schon einen Unterschied, ob grau oder weiß von der Sonneneinstrahlung. Ja, dann gucken wir uns doch mal einen an. Ja. Bestellt habe ich sie alle in alle vier mit 130 PS, weil ich meine, das genügt, denn dann wird das Auto auch nicht so teuer und im Urlaub, auf Urlaubsreisen, man fährt nicht so schnell. Also die meisten großen Fahrzeuge, wenn man diese 3,5 Tonner sieht, die teilintegrierten, die haben alle relativ kleine Leistung. Man fährt auf die rechte Spur, überholt zwischendurch mal einen LKW. Viel mehr macht man nicht mit diesen Autos. Und der 130 PS hat ein ähnliches Drehmoment wie der 185 PS. Deshalb absolut okay, finde ich. Auch die Automatik. Ich mache den fünften Gang rein, rechte Spur und dann habe ich meine Automatik. Blöd ist natürlich, wenn man in den Stau kommt. Aber ich finde, das ist sehr gut so. Und auch mit der Gangwahl. Ich finde, das ist stimmig und passt. Was ich gut finde beim Big Nugget, ist der Platz, den man drin hat. Also man hat wirklich in kaum einem Auto mehr Stehhöhe. Und das Auto ist zwar relativ nüchtern, aber wenn man das erstmal so ein bisschen dekoriert hat, eingeräumt hat, wenn da Kissen liegen, Decken liegen und so weiter, das wird richtig schön gemütlich und vor allen Dingen zum Sitzen. Bei vielen Fahrzeugen ist es das Problem, die haben hier hinten Wohnmobilsitze und wenn ich auf der Kante sitze, das biegt sich runter und ich wollte da nicht lange drauf sitzen. Diese Sitze sind wirklich ultra bequem während der Fahrt. Man kann auch noch die Sitzbank nach vorne schieben, in mehrere Positionen. Da kann man wirklich sehr gut sitzen. Den Tisch muss man eigentlich während der Fahrt abbauen. Manche lassen ihn einfach dran. Ich persönlich mache es auch, ehrlich gesagt. In den älteren Fahrzeugen kann man sie meist gar nicht abbauen, aber nach neuesten Vorschriften muss man es eigentlich abbauen. Was schön ist, hier ist richtig viel Platz über Kopf, auch wenn man einsteigt. Bei vielen Autos hat man sofort ein beklemmendes Gefühl, weil die über der Spüle auch noch ausladende Schränke haben hier. Und hier kann man wirklich einsteigen und stößt sich nicht den Kopf. Man hat wirklich richtig Platz, auch beim Kochen hier. Also es ist ein wirklich richtiges, tolles Gefühl. Fangen wir mal an mit der Technik. Der hat das neue Panel verbaut hier. Das ist im Übrigen jetzt auch in sämtlichen Nuggets und das ist echt super. Da brauche ich nämlich nicht mehr so viel erklären, weil das ist selbsterklärend. Links Wasserstände, Frischwasser leer, Abwasser leer. Hier macht man die Pumpe an und aus. Ich mache es jetzt mal wieder aus. Also die Wasserpumpe. Dann das zweite, Batterieüberwachung. Nun gut, man sieht hier, dass 230 Volt angeschlossen sind. Man sieht, die Batterie ist ziemlich voll. Das nächste, Heizung. Auf die Heizung drücken. Interessant ist, man kann Wohnraum, Bad und Warmwasser und einzeln einschalten. Warmwasser mache ich an, wenn ich in den Urlaub fahre und aus, wenn ich wiederkomme. Es ist wirklich angenehm, wenn man immer Warmwasser hat. Das funktioniert übrigens auch über die dieselbetriebene Kraftstoffheizung, das warme Wasser. Wohnraum, ich schalte mal einmal an, dann kann ich hier auch einschalten drücken. Temperatur einstellen und schon läuft das. Getrennt, wie gesagt, für das WC. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man das ein bisschen wärmer macht. Was bei diesem schön ist, jetzt im Moment ist nur Konvektorheizung und ich kann hier Lüftungsstufe 1 machen und Lüftungsstufe 2 machen. Trotzdem ultra leise, also ich kenne das gar nicht, dass eine Standheizung so leise ist.
Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Heizen tut das Ganze über einen Radiator, der ist hier hinten unterm Bett, den gucken wir uns von hinten an. Und hier unter der Sitzbank, da ist noch ein kleines Staufach. Und unter dem Staufach haben wir die Heizung. Das ist eine Warmwasserheizung, ist das Interessante. Also es ist eine Warmwasserumlaufheizung. Und hier hinter sind so kleine Lüfter wie vom PC. Die kann man damit einschalten. Und hier ist auch noch eine Lüftung. Und man kann dann zum Beispiel erstmal das Auto aufheizen mit Lüftung. Wenn man es abends wirklich ganz leise haben will, lässt man es dann nur auf Konvektor weiterlaufen. Und dann bleibt es warm und es ist wirklich echt richtig angenehm. So, dann gucken wir uns mal den Innenraum an. Fangen wir an mit dem Bad. Zuerst das Licht an. Lichtschalter fürs Bad ist hier. Im Übrigen, dieser Wagen hat wirklich sehr viele schöne Lichtquellen. Die kann man noch hier mit der Hand anmachen, alle einzeln. Und wer möchte, hier ist der Dimmer. Also der hat das Lichtpaket verbaut. Würde ich auch immer mitnehmen. Da kann man das runter und hoch dimmen. Weil im Wohnmobil meist ist das Licht entweder zu hell oder zu dunkel. Also das ist wirklich klasse. Im Badezimmer. Dann schauen wir uns das mal an. Toilette, eine ordentliche Tedford-Chemietoilette. Spüle, Spiegel. Über dem Spiegel sind Schränke. Man aufmachen. Zwei Stück. Was toll ist, hier ist ein Fenster. Also ich habe jetzt bei diesen Autos keine Außendusche mitbestellt, kann man noch nachrüsten. Aber was ganz easy ist, man kann das Fenster aufmachen und man kann hier die Dusche dann nach draußen rausreichen und zur Not draußen duschen. Ist eine gute Sache. Dieses ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Wohnmobilen richtig gut zum Duschen geeignet. Also hier könnt ihr mal gucken, es ist alles sauber abgespritzt. Sogar der Schalter hier zu. Das Einzige, wo ein bisschen Wasser reinkommen könnte, wäre die Lüftung. Aber wenn die an ist, schadet das auch nicht. Also es ist hier wirklich alles abgespritzt. Und hier kann man wirklich, hier ist natürlich noch ein Duschvorhang an dieser Seite, um die Tür zu schützen. Aber hier kann man richtig gut duschen. Das ist übrigens der optionale Einleger für dieser Yachteinleger für die Duschkabine. Muss man auch mitnehmen. Sieht hübsch aus. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Bett. Hier haben wir zwei richtig gute Froli-Kaltschraummatratzen und darunter diese Tellerfedern. Also hier wurde wirklich Wert darauf gelegt, dass man richtig gut schlafen kann. Die sind auch nicht quergeteilt wie in manchen Modellen, sondern längs. Ich zeige gleich mal, was man damit noch umbauen kann. In dem oberen Bereich darüber haben wir Schränke. Ich habe sie hier mal aufgemacht. Zwei links. Sehr schöne, elegante Verschlüsse. Eins rechts. Und ich denke, da werden zwei Personen locker ihre ganzen Kleidungssachen reinbekommen für ewig. Da kann man locker mit 4 Wochen in Urlaub fahren. Oben rechts, wenn du mal schaust, da kann man noch was aufhängen. Da kann man ein Hemd aufhängen oder eine Jacke, einen Kleiderbügel. Eine weitere Möglichkeit für Kleiderbügel ist hier unten drin oder für Jacken. Hier kann man ist auch ein Haken zum Aufhängen. Wobei, da würde ich schnell auf die Idee kommen, Proviant reinzupacken. Daneben sind dann die ganzen Schubladen für Kochutensilien, Kochtöpfe und so weiter. Mit Softeinzug, alles wirklich hochwertig gemacht. Eine Spüle, ein Herd mit zwei Flammenkocher. Ja. Darüber haben wir dann noch so ein paar kleine Ablagen. Da kann man mal so Spüli reinstellen und ähnliches. Hier oben sind auch noch Ablagen für Kleinteile. Dann auf der gegenüberliegenden Seite, da packe ich immer gerne die Teller und Tassen rein und Gläser. Da ist auch noch eine große Klappe und im vorderen Bereich. Ja, dann schauen wir uns den Rest mal von draußen an. Was ich ultra praktisch finde, ist der Kühlschrank. Hier haben wir zwei richtig große Auszüge, die komplett gekühlt sind. Und darüber direkt das Besteck. Also ultra praktisch draußen beim Grillen. Also man kommt super ran, muss nicht immer rein rauslaufen und macht dabei alles schmutzig. Ja, gut, das wäre es in diesem Bereich. Was ich eben noch vergessen hatte,
In dem Prospekt gibt es auch noch einen optionalen drehbaren Tisch für den Beifahrersitz. Das ist dieser hier. Den kleinen Pinökel runterziehen und dann kann man das rumdrehen und hat hier noch die Möglichkeit, dass der Beifahrer besser drankommt. Ja, kann man einmal rumschwenken. Ist aber mal ganz nützlich. So, im hinteren Bereich vom Fahrzeug. Da haben wir den Stauraum. Man kann die übrigens zum Beladen oder später am Campingplatz auch noch weiter aufmachen. Hebel ziehen und dann geht es ganz auf. Mache ich jetzt nicht, da steht der zweite Nugget direkt im Weg. Hier ist übrigens auch die Konvektorheizung, die ich von der ich erzählt hatte. Die macht den Raum hinten und auch das Bett alles ordentlich warm. Da haben wir auch den Strom. Hinten übrigens nochmal einen 230 Volt Anschluss und noch einen 12 Volt Anschluss für eine Kühlbox oder um E-Bikes zu laden. Praktische Sache. Und ja, hier kann man jetzt auch sehen, was man mit dem Bett machen kann. Man kann nämlich die eine Seite hochklappen und auch die zweite Seite hochklappen und dann das Ganze nach vorne schieben. Finde ich im Camping-Alltag jetzt nicht so hilfreich, aber wenn man mal einen Baumarkteinkauf machen möchte oder mal was transportieren möchte, ist das schon eine praktische Sache. Praktisch auch die Durchlademöglichkeit. Unten sind zwei Holzbretter, die kann man rausnehmen und dann kann man nach vorne durchladen. Auch interessant für Hundebesitzer. Ich habe auch selbst einen großen Hund. Also wenn ich die beiden Dinger rausnehme und hier das Köpfchen reinstelle, hat er eine super Schlafhöhle. Hier oben, ich habe übrigens noch die Rückfahrkamera bestellt und auch den Rückfahrscheinwerfer. Den kann man auch abends beim Grillen mal anmachen. Ist aber richtig hell. Darunter noch eine schöne Ablage mit einer kleinen Kante. Also hier lassen sich so einige Utensilien verstauen. Ja, meine Lieben, diese Fahrzeuge haben wir jetzt am Lager. In Kürze kommt noch einer in Polar Silber. Also dann haben wir zwei weiße, ein Magnetic-Grau, ein Polar Silber. Und wer Interesse hat, so ein Auto sich mal anzuschauen, ist herzlich eingeladen. Wer Fragen hat, kann mich gerne anrufen. Und ihr könnt, wie gesagt, das Auto bei uns auch Probe fahren und mieten. Ich würde mich freuen.